jetzt müsst ihr meinen Superfisch sehen. Der ist einfach riesig. Der ist jetzt gerade vorne am Messen. Da muss ich nicht so fest stören, dass er da wieder weggeht. Da ist ein Aquarium da. Und neuerdings habe ich so Fische gekauft. So in dieser Größe, haben sie gesagt, werden die. Das ist die Kumpels. Der ist ein bisschen größer geworden als die anderen. Eben, so sollten sie sein, oder? Die sind jetzt ein Jahr. Da ist der Bruder, hä? Scheiße, ich weiß nicht, was ich da habe. Aber der ist so schön. Ich freue mich. Gott sei Dank ist er nicht größer geworden. Er ist größer geworden, aber ich glaube nicht viel größer. Es hatte nachher gar keinen Platz da in meinem Aquarium. Das Aquarium ist groß, eine ganze Ecke da. Ich freue mich so, das ist so cool. Also das hat jetzt nicht jeder auch nicht gezielt gekauft. Hat sich schon fressen, das darf ich nicht mehr stören. Wo sind die Kumpels? Die blauen, ja, da sind die blauen. Kumpel ist groß. Tschüss! Guten Jul! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Das ist ein Weihnachtskaktus. Frohe Weihnachten! Überall so ein bisschen, aber nicht so viel. Ein bisschen. Dafür eine ganz große. Und auch in der Stube ganz eine große. Und das sind Schweden, die stehen das ganze Jahr. Sind im Parat für Weihnachten. Auch hier so ein bisschen. Immer ein bisschen weihnachtlich. Habe ich gern. Jetzt habe ich. Jetzt schauen wir mal, so groß ist, sind die, die in der gleichen Rasse waren. Ich habe drei auf einmal gekauft und wo ist dann der andere? Schiessig! Der Arme, der braucht den ganzen Gefahren für sich allein. Wo sind jetzt die anderen wo? Jetzt muss man schauen. Wo sind die anderen? Da! Und da ist einen kleinen, da. Also das ist ein gutes Bild, hä? Weihnachtsessen. Kann ich Weihnachtsessen. Ganz hübsche Strümpfe. Ja. Ganz, ganz schick angezogen. So wie in der Kirche, aber ein bisschen kurz. Und schöne Strümpfe. Lauf machst du ja auch jetzt.
Kommt er? Ich muss schauen, dass ich da. Das sind die kleinen Fische. Im Hintergrund ist er. Wow, ist der riesig. Ein riesiger Viech da. Sieht so cool aus. Das Aquarium ist so groß. Und ich habe ja nur kleine Fische gekauft und der ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Irgendwann genetische Fehler waren. Die anderen, die ich gekauft habe, die sind wurden so groß. Also. So schläft Beugen. Papa von vier Babys. He? Ganz herzige Babys ist geworden. Zwei sind schon weg. Das ist der dritte, der noch verkauft wird. Vierte behalte ich. Beugen ist ganz hübsch und das ist Mama. Das ist sie, das ist ein Fuchs. Zwei Welpen haben ausgesehen wie ein Wolf. Das ist der Fuchs. Und einer sieht aus wie der Bär. Er schläft irgendwo voll schwarz. Hat mir immer einen schwarzen gewöhnt. Mal schauen, wo der ist. Irgendwo unter dem Bett noch. Bis später. Die Pferde laufen schnell, die schnellen Klingen her. Rings um die Winter braucht ihr mir das Quell. Oh, wenn es noch so schneit, die fahren noch so weit. Am liebsten bis zum Ende, Ende von der Welt. Winter! Ich habe Kornbrot gegessen, zwei Stück. Jetzt ist es also Papas Grab. Ich bin immer schnell dort. Jedes Mal scoren. Ein bisschen. Freue mich. Vermisse Papa so. Ich weiß nicht. Jetzt ist er. Papa hat schwarze Band um sich, wahrscheinlich der Stein, dass es sich nicht senkt. Und genau da schauen immer die Leute. Und Papa ist gut. Und das ist ja schön. Und da hat er hingelegt, das ist die Zwillingsschwester von Papa. Papa war Zwilling. Hi Papa. Ich finde Gott dir gut, du bist immer bei mir. Tschüss. Ferrari, heter det. Urbans fjärde eller femte bil. Det är en tonårsbil. Mercedes. Ja, den ser lagom stor. Den är lite lysa på bilen. Päls, ha? Sitter du päls där? Spoiler i bag. Det är kul. Tjus.